jetzt musst du wohl gehen? Ja, das wäre besser. Sie vermissen mich sicher in den Drachenwelten und ich brauche jetzt meinen Urlaub mehr denn je. Bevor du gehst, will Geldsack dir sicher noch was geben, glaube ich. Hm, das will ich ganz und gar nicht. Jäger? Spyro, Geldsack tut es leid, dass du so viel zahlen musstest auf deinem Weg durch Avala. Diese... Und da ist die Stimme schon wieder weg. Da mache ich mir aber jetzt nicht am Ende die Arbeit noch und schneide das da rein. Weil ich glaube, das habe ich eh schon mal gemacht. Wenn nicht, dann werde ich das jetzt tun. Aber falls ihr das hier hört, dann wisst ihr ja Bescheid. Lass das mal noch laufen. Falls ich die Bilddatei noch brauche. Also die Videodatei. Weil ich das nämlich doch noch nicht gemacht habe. Ja, ja. Speirose Dragon. Ich glaube, das war jetzt schon die Sequenz, oder? Naja, das war die Musik, die ich nachgemacht habe. Habe ich da schon mein Resümee drüber gegeben? Ich weiß nicht, das ist schon so lange her. Ich finde es auf jeden Fall cool, das ist mein Lieblingsteil. Ja. Ich meine, ich hätte da schon mal mein Resümee drüber gegeben. Deswegen drücken wir das jetzt hier mal weg. Und jetzt können wir die Cheats mal ausprobieren, die ich mir hier rausgesucht habe. Meistens ist es, also es ist oft so, dass wenn man die im Internet raussucht, das sehr oft nicht funktionieren. Aber ich bin mal gespannt. Und zwar hätten wir jetzt hier einmal den Big Head Modus. Das ist einmal Starttaste. Oben. R1, Kreis. Da ist noch was passiert. Bäh! Spyro hat so ein... Das sieht echt so geil aus. Oh, was ist denn, wenn wir mit jemandem sprechen? Wie sieht das aus? Komm näher, Spyro. Und schau, was wir heute für dich haben. Ja, ja, ist okay. Nein. Daneben nicht, Kleiner. Oh, Mann. Okay, dann hätten wir noch den Flat Mode. Habe ich eben gerade das gesagt? Also es ist viermal nach oben, viermal R1 und dann Kreis. Jetzt haben wir den Flat Mode. Links, rechts, L2, R2, Kreis. Ist auch was passiert? Oh. Das nenne ich mal 2D. Was ist denn, wenn wir so ganz genau hinter dem... Okay, das ist nicht ganz flach. Jo! Okay. Was ist... Wie kriegen wir das denn wieder rückgängig? Ich mach den einfach nochmal. Links, rechts. Ist er wieder normal? Ja, sehr gut. So, dann haben wir den blauen Spyro. Oben, rechts, unten, links, oben, Quadrat. R1, R2, L1, R2, oben... Links, unten, rechts, oben. Ich möchte das Spiel eigentlich nicht verlassen. Gut. Nochmal, weil dann müssen wir das mal woanders hinstellen, das Ding. So, nochmal, blaues Barre oben, rechts, unten. Ne. Dankeschön. Damit X am Ende ist echt scheiße. So, jetzt haben wir einen blauen Spyro. Sieht eigentlich auch ganz cool aus. Also, der sieht jetzt gar nicht so anders aus als der normale. Der ist auf jeden Fall blau. Dann der grüne Spyro. Das ist eigentlich genauso wie eben, nur am Ende ein Dreieck. Nö. Ein grüner Spyro. So sollte der ja mal... Ja gut, nicht ganz so. Das ist halt einfach nur komplett einmal in den Farbtopf geworfen, der Spyro. Aber so ähnlich sollte der ja dann aussehen eigentlich. Wobei dann halt bei einer grünen Landschaft der ein bisschen untergegangen wäre. Ist aber auch hübsch anzusehen.
So, dann haben wir einen gelben Spyro. Der ist einfach nur hell, eigentlich. Also richtig gelb ist er ja nicht. Wie gesagt, einfach nur im Farbtopf einmal mal komplett einmal drüber geklatscht, die Farbe. Ja. Sehr hell auf jeden Fall. Das war jetzt, wie beim Blauen, nur am Ende statt dem X einmal nach oben. Dann haben wir noch einen schwarzen Spyro. Da bin ich jetzt echt mal dran gespannt. Da müssen wir dann am Ende einmal nach unten. Ja. Black is beautiful, würde ich sagen. Es ist einfach zu schwarz. Sieht aus wie ein Schatten, ey. Aber auch ganz cool. Dann haben wir noch einen roten. Road. Sieht auch schön aus. Also für mich hätten sie eigentlich Spyro in allen Farben machen können, außer gelb. Und einen pinken hätten wir dann noch. Pink. Ja gut, das ist eigentlich wie normal. Nur halt ein bisschen heller. Okay, das waren die paar Cheats. Man kann auch noch ein Cheat. Es gibt noch ein Cheat, dass man von Anfang an das Superfeuer hat. Dann gibt es noch ein Cheat, dass man von Anfang an alle Fähigkeiten hat. Ich glaube, das war es dann auch schon. Auf jeden Fall wollen wir jetzt noch einmal das Spiel beenden. Und im Hauptmenü, also das, was jetzt gleich kommt, L1, R2 und Quadrat drücken, weil da müsste eine Demo von Crash Team Racing kommen. Das sieht gut aus. Da bin ich mal gespannt, was das jetzt für ein Level ist von Crash Team Racing. Sony Computer Entertainment Europe presents. A game developed by Naughty. Ah, echt? Crash Team Racing ist doch von Naughty Dog. Ah, das ist bestimmt die Papu-Papu-Strecke, oder? Deutsch. Spielen wir das gerade mal. Oh, das ist ein bisschen kaputt. Städte Power-Rüppe, bla bla bla, viel Glück. Da ist ein Bildfehler. Das kann aber sein, dass das Hunde. Ja! Mal gucken, ob ich das noch hinkriege. Das mal hüpfen, genau. Oh. Nein! Nein, Pula! Dingo Teil! Nein! Nein! Nein, 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 nein! Nicht runter! Oh, ey, das ist. Da kann man eigentlich auch noch einen super Start machen, nachdem man von Akku wiedergebracht wurde. Haben die Tasten noch getauscht? Ich habe nämlich das Gefühl, dass es eigentlich auf Quadrat liegen würde. Und auf Kreis ist das so ungewohnt. Boah, ey, ich bin. Ich bin eigentlich. Bin ich besser. Aber das kann man so einfach sagen, ne? Oh, Fünfter. Oh, jemand ist meine TNT-Kiste reingefallen. Nein, nein, nein! Soll ich probieren? Oh, Dritter! Nein, nicht in die Pflanze!
Ah, da habe ich ihn noch hingekriegt. Oh, 6, ey, ich bin so grottig. Oh, das ist gut. Das ist gut. Alles kaputt machen. Geh weg, Tiny Tiger. Oh, ich will wenigstens auf dem Treppchen stehen. Man kann auch hier neben rechts drüber und die Kurve schneiden. Oh nein, ich komme nicht aufs Treppchen. Ach, Kacke. Ja, die Kurve kann man eigentlich auch noch schneiden, aber dafür bin ich einfach zu schlecht. So, kommt da jetzt noch irgendwas? Ich bin Vierter, ich bin noch auf... Okay. Finished. Okay. Es stand auch bei dem Cheat, dass man, wenn man... Was ist denn, Start drücke? Restart kann man auch nochmal machen. Was ist denn, wenn ich Quit mache? Man muss nämlich eigentlich die Playsee neu starten. Stand da. Sieht auch demnach aus. Nee, doch nicht. Jetzt startet es wahrscheinlich nochmal von neu. Ja gut. Ich hoffe mal, die paar Cheats haben euch noch irgendwie gefallen am Ende. Ah, ich hab ganz vergessen, da gibt's auch noch eine Dings. Eine Dingsbums. Dings. Ich muss nochmal rein, weil wir haben das ja nicht für umsonst gemacht. Dann Spiel zurücksetzen, war das das? Neu starten? Ja. Ich hoffe jetzt nicht, dass unser Speicherstand weg ist. Sehen wir nochmal das tolle Logo von der PlayStation 1. Ich finde das echt schade, dass sie das gar nicht mehr so benutzen. Weil ich fand das eigentlich ganz cool aus. Ja, ist gut. Deutsch. Laden. Weil es gab ja noch... Ich meine, es gäbe noch eine Sequenz dafür, dass wir die... Special-Dinger geholt haben. Oder irgendwie sowas ähnliches. Irgendeine Belohnung gab es da auf jeden Fall. Wir haben doch alles, ne? Gut gemacht, ja. Epilog. So, Schluck hat im Streichelzoo der Gesellschaft zum Schutz missbrauchter Monster eine neue Aufgabe gefunden. Das ist süß. Wobei ich den letzten Dings nicht mag. Aber Schluck ist da sehr grün irgendwie. Nehmen wir mal das nächste. Einige der Erdwürmer sind der Tanztruppe der Faune in den Bruchhügeln beigetreten. Da haben sie Spaß dran, die mögen ja tanzen. Jedenfalls der eine. Einer von Spyros Freunden... hat, da fehlt eine Leertaste, ein neues Spielzeug gefunden. Sehr gut. Das ist doch so ein Drache aus den ersten Teilen. Jägers Karriere als Tiefseetaucher fand ein schnelles Ende. Das ist sehr gut. Geldsack hat die Knochenbauer ein Mail zu oft angeschwindelt. Ein Mail. Da ist ein I zu viel. Ich hab eben, als ich das Bild so kurz überflogen habe und dann zum Text gegangen bin, sah das ein bisschen so aus, als ob der Dino und Schnurri hätte oder so. Agent 0 fand neue Rekruten. Ja, das kann man sich eigentlich ganz gut vorstellen. Die sind nämlich alle nervig. Die Eisbauer haben es schließlich zum großen Hockeyspiel nach Kolossus geschafft. Jo. Der Koch hat schließlich doch
noch seine heiße Kesselparty gefeiert. Mit Spyro und der anderen, mit der Wahrsager-Schildi. Ich sag mal Wahrsager-Schildi, so eine Wah-Schildi. Das ist bestimmt eine Falle. Spyro hat seine Chance bei Elora verpasst. Tja. Crush hat sich der höheren Bildung verschrieben. 1+1 gleich... Spyro wurde vom schwarzen Schaf der Herde in die Enge getrieben. Das sind aber mehrere schwarze Schafe. Aber die sehen ganz böse aus. Balduin, der Forscher. Faunus Mortas. Ausgestorbene Wesen Avalas. Was sind denn Faunus Mortas? Das hört sich sehr... Jetzt fällt mir das nicht an. Wie heißt das? Lateinisch an. Könnt mir mal schreiben, was das heißt, weil ich kann kein Lateinisch. Ah, das sind... Oh, das sind, denke ich mal, Charaktere, die es nicht ins Spiel geschafft haben. Oder? Ausgestorbene Wesen Avalas. Hört sich so an, ja. Guardus Fioritum. Mhm. Katabatus. Sieht eigentlich... Cat. Oh, ist eine Katze auf jeden Fall. Sieht irgendwie süß aus mit den grün-blauen Augen. Farmerobotum. Mhm. Druidus Schnikum. Ja. Varmintum. Ist das eine Mülltonne? Nizadum Fatslobai. Keine Ahnung. Das sieht aber auch voll süß aus. Mit so einem kleinen Keulchen in der Hand und den kleinen Flügelchen. Aber die haben alle Flügel, oder? Ja. Außer die Katze. Die hat kein... Doch, die hat so komische Flügel. Aber auch ohne Flügel wird der süß aussehen. Mr. Fistus. Ja. Amapillo, also wie Armadillo. Nervus Ticus. Sieht auch süß aus mit diesen riesigen Augen. Wuss. Ende. Ich hätte auch gern so Flügel wie der Dings. Wie der Jäger, weil die sehen voll cool aus. Das war's. Hätte ich euch doch fast schon die kleine Überraschung am Ende noch vorweggenommen. Also was heißt vorweggenommen? Ich hätte sie euch weggenommen, weil ich sie euch nicht gezeigt hätte, weil ich nicht dran gedacht habe. Ach ja. Somit wäre Crash Team Racing habe ich dann jetzt mal durchgespielt. Was ist denn gerade mit unserer Libelle los gewesen? Ja, Spyro wäre hiermit durch. Und ich würde sagen, mein nächstes Projekt wird dann einfach Crash Bandicoot 2. Weil wenn ich das nämlich durch habe, kann ich die Beta davon im Stream spielen, falls ihr das sehen möchtet. Weil da gibt es nämlich einige musikalische Änderungen auch. Ja. Gut. Ich hoffe, euch hat dieses Let's Play gefallen. Und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Let's Play wieder. Tschüss!